warum beschäftigt sich eigentlich eine Medienhochschule mit dem Thema HR? Ich würde das Thema ausweiten wollen und sagen, generell tun Hochschulen nichts anderes als Personalentwicklung, denn das ist ihre primäre Aufgabe. Auch in der vorzüglichen Lage, dass uns Unternehmen quasi die Tür einrennen. Denn der Bereich der Medien boomt wieder. Ich komme vom Center for E-Learning Technology, ein An-Institut der Universität des Saarlandes und ein In-Institut des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Wir gehen momentan davon aus, dass wir in der Tat etwa zwischen 2 und 2,5 Jahre an Halbwertszeit haben in der Informatik. Das heißt, theoretisch gesprochen, 50% des Wissens, das Sie in 2 Jahren oder 2,5 Jahren erlernen, können Sie nach 2,5 Jahren gerade wieder austauschen. Welche Jobprofile passen denn eigentlich zu einem? Und das auf der Basis sowohl intelligent psychodiagnostischer Verfahren, wie auch auf der Basis von hervorragenden Technologien und die Interaktion von beidem. Das ist das, was hochgradig spannend ist. Und ich kann es nur noch mal sagen, wenn Sie versuchen, Technologien Intelligenz beizubringen, großer Aufwand. Wie verändern diese Technologien den Arbeitgeber? Was bedeutet das für die interne Organisationsentwicklung? Was bedeutet das für die Personalentwicklung, die in Unternehmen denn eigentlich stattfinden muss? Ich komme zu Ihnen vom Corporate Executive Board. Das werden die allerwenigsten kennen, nehme ich an, befürchte ich. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, was eigentlich sich beschreiben lässt als Research and Advisory Company. Thema von heute ist bei mir die sogenannte Employment Value Proposition. Sie kennen vielleicht den Begriff Employer Branding, die Arbeitgebermarke. Die Employment Value Proposition geht ein bisschen darüber hinaus. Eben nicht nur zu gucken, okay, was ist eine Marke, wie steht ein Unternehmen als Marke da, sondern was ist so das Werteversprechen? Through employment in the organization, also ich würde es einfach übersetzen auf mit, was bringt mir das eigentlich, bei dir zu arbeiten? Was habe ich davon? Was bietest du mir als Unternehmen, als Wert, als Gegenleistung dafür, dass ich meine Zeit, meine Arbeitskraft, meine Energie bei dir einbringe und nicht bei der Konkurrenz. Wir haben wahrscheinlich alle schon mal das Schlagwort War for Talents gehört. Das spielt hier natürlich auch mit rein. Sie haben wahrscheinlich auch schon alle davon gehört, dass es jetzt und in Zukunft noch viel mehr einen Fachkräftemangel geben wird. Das heißt, die Unternehmen kämpfen eigentlich wirklich um die guten Leute, die gut ausgebildeten Leute, die all diese Skills mitbringen. Wir haben festgestellt durch unseren Research, dass sich die Faktoren, die hinter der Employment Value Proposition stecken, in 5 grobe Bereiche gliedern lassen. Rewards, People, die Arbeit an sich natürlich. Macht mir das Spaß, was mir da bevorsteht? Ist das für mich attraktiv oder ist das eher langweilig? Die Organisation und auch Möglichkeiten, Opportunities. Nach den beiden Keynotes konnte bei den Workshops in kleiner Runde das Wissen vertieft und so manche neue Idee gewonnen werden.